Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was soll man zu sagen? Ihr seht, ich habe nämlich ein Paket liegen. Wir haben nämlich Post bekommen von einer Händlerin von Amazon. Ihr wisst ja, ich bin auch unter Instagram unter Magnus-YouTube online. Und da wurde ich angeschrieben, ja, wie sieht's aus? Ich habe einen Amazon-Shop, wir haben da neue Produkte. Willst du nicht mal gerne was testen? Der Vorteil ist, ich brauche kein Product Placement groß machen. Und sie sagen hier, oh Gott, wegen hier, ne, Werbeeinnahmen und so weiter. Ich habe das in den Artikel indirekt bezahlt. Ich habe Rabatt drauf bekommen, musste aber trotzdem die Versandkosten tragen. Also von Arte habe ich hier trotzdem bezahlt im Nachhinein. Fangen wir schon mal so an. Die Beschreibung, wie der Shop heißt, von der Tante, tue ich mir in der Videobeschreibung mal reinlegen. Oder ist in der Videobeschreibung schon drin, je nachdem. Der Versand ging reibungslos und jetzt wollen wir gucken, was in diesem Paket überhaupt drin ist, was ihr euch bei Amazon nachkaufen könnt und wie überhaupt die Qualität ist. Ob die überhaupt so stimmt, wie sie sein sollte oder nicht. Das ist eine recht große Tüte für, ich glaube, 5 Socken sollen drin sein, wenn ich mich nicht irre. Tun wir mal öffnen, wir können die natürlich auch behalten im Nachhinein. So. Okay. Das ist ja ein Zettel, keine Ahnung, wofür der genau dienen soll. Liegt da mit drin. Mehr ist nicht drin. Der Rest ist schwarz. Kann man ganz schon mal sagen, so Verpackungsmaterial hätte die Hälfte gereicht, aber das ist eine andere Sache. Wir wollen ja nicht groß meckern. Aha. So. Wollen wir mal gucken jetzt, wie die Qualität, wie der grob und so weiter ist. Wir tun noch mal gleich einen anprobieren. Wir machen sogar von diesen Socken einen Dauertest, kann man sagen. Nämlich die Mira wollte sich für morgen für die Schule ein paar Socken anziehen. Ich selber ziehe mir auch ein paar an. Ob meine Frau auch das macht, weiß ich nicht. Wenn sie kalte Füße hat vielleicht zum Anziehen. Damit wir da euch da auch Feedback geben, wie sich die Socken nach einem Tag tragen anfühlen. Das Ergebnis nach diesem einen Tag erfahrt ihr aber exklusiv nur auf Instagram. Also abonnieren auch auf Instagram Marco-YouTube, wie vorhin schon mal erwähnt. So, also, wir haben hier eine kleine Zwiffertüte. Wie nennt man Dinge mit dem Verschluss hier oben? Zipper. Zippertüte. Wir haben keine Zippertüte, das heißt, es ist wieder verschließbar, braucht keine Sau. Aber es, naja, wer was einpacken will, wieder ist eine gute Sache. Mal gucken, wir haben eins, zwei. Jetzt durfst du auspacken. Aha, kein Fünfpack, sondern ein Vierpack. Drei, vier, doch Fünfpack. Sorry. Schwarz. Fünfpack Socken. Achso, ich höre gerade, die Mira ist auch hier. Ich verlinke natürlich den Namen von der Mira und von Kamerakind auch in dem Video Die nochmal. Frauen. Hier hat meine Frau eine Zippertüte. das ist gut, ja. Wir haben gesagt, 5 Wollsocks steht drauf. Mit einem süßen Logo, finde ich. Da ist nämlich so ein kleines Schäfchen drauf. Sieht aus schwarz, oder? Oh. Wollen wir mal gucken, aus was das besteht. Irgendwo kann man es besser lesen. So rum. Sieht man zwar nicht im Video, aber ist egal. 15% Wollanteile, Polyester 30, Cotton 55. Ich weiß nicht, was Cotton ist. Wolle, ne? Qualitätsware, made in China. Wolle ist auch hier Woll. Ich schätze mal, es Wolle. Nein. Wo steht denn Woll? Was? Doch, Wolle ist Wolle. Und Karten? Fütterung. Bitte Ja, Informationen bestimmt. in unser Video reinschreiben. Wofür steht der Begriff? Cotton. Woll ist klar, denke ich mal. Wolle, Polyester kennt jeder. Auch wenn ich weiß, Billiges was Zeug. Polyester gerade ist. Polyester ist billiges Zeug. Und es ist nur 30%. Trotzdem ist billiges Zeug. Polyester, glaube ich, macht ja hier die Sachen so ein bisschen dehnbar, ne? Kann das sein, dass Polyester so ein bisschen dehnbar macht? Cotton sagt mir auch irgendwas, aber naja. Fütterung. Wie gesagt, es ist ein Qualitätsprodukt, made in China. Hat nichts gegen China, aber naja, wir wissen ja, wie China ist. Und Machine Wash Warm. Do not bleach. Und Tampli Dweilau. Also quasi warm waschen, nicht mit Bleichmittel und nicht zu so doll im Schleudergang, wenn man eine Trocknermaschine hat. Nehme ich jetzt mal so spontan. Ja gut, dann nehmen wir uns mal eine, die ich mal anziehen will. Was wolltest du haben? Schwarz. Meinst blau? Schwarz. Die schwarzen, die da. Die da. Ja. Mira will gerne die schwarzen gerne Probe tragen. Ich reiche sie Mira mal rüber. Mira kann mal anfassen, will ich anfühlen. Ich will sogar Probe tragen von denen. Ich,
tendiere zwischen den, genau den und den. Die. Die. Dann nehme ich mal so von Langeweile. Lass mal die hellen Socken für die Frauen, das mal ganz kurz. Hier, Melissa, nein. Ich nehme meine blauen und dann gucken wir uns meine Qualität bei ein bisschen an. Größe, glaube ich, war das die 41, die ich gewählt habe. Das steht leider so in Socken nicht drin. Gucken wir mal Kino kurz. Ziehen. Gucken wir uns wegen Stretch. Ja, ein bisschen Elastan ist drin. Elastan war es gewesen, ne? Polyester. Naja, ein bisschen ist drin. Fühlt sich aber sonst soweit eigentlich gut an. Auch jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen kann, genetisch aus dem Vor. Ich krepp mir mal einmal um. Ja, doch, auch von der Nähart, muss ich sagen, ist gut vernäht. Hier oben die Spitze hat man eine weiße Naht noch bekommen, wo die Fuße hinkommen. Ja, da ist man so eine weiße Naht. Das sieht man sonst eigentlich eher selten. Mhm. Und hier oben ist so ein schwarzes Stretchbändchen drin. Mal gucken, wo ich ein bisschen Licht hin da. Ja, also sieht von der Qualität her sehr gut, sonst sehr gut aus. Mal gucken, wie sich nach einem Tag tragen ungefähr anfühlt. Vorsicht. Die Mira hat gerade schon wieder angezogen. Ich ziehe meine jetzt auch schon mal exklusiv an. Nicht, weil ich es tragen will, nur um das Tragegefühl auch zu sagen. Jetzt zu sehen, hat das Mira schon den Gefuß. Was sagst du vom Tragegefühl bis jetzt? Socken. Socken. Gut. Ich probiere auch mal beide an. Meine schwarzen Gartensocken. Ich war auch im Garten gewesen, Freunde. Das sieht man ein bisschen, ne? Seht ihr bald bei meinem Garten? Ich bin ja schon weitergekommen. Und dann probiere ich mal aus. Wir sind 41, glaube ich, hart bestellt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Doch. Ich bin so sind. So. Alter Mann, noch gelenkig. ja, Tragenfühl, würde ich sagen, ist soweit. Meine kleine Tochter guckt gerade ein bisschen unentgeistert. Tragenfühl ist soweit okay. Ich finde jetzt spontan, es ist nicht kratzig oder irgendwas. Es ist geht. Angenehm. Wie ist es eigentlich? Wie bitte? Wie ist es innen drin? Wie fühlt sich das von innen drin an? Ich sage angenehm. Also es ist nicht mehr kratzig oder irgendwie oder schwörig. Also Tragenfühl ist ganz okay. Also, Fazit bei den Socken erstmal. Das komplette Fazit, das seht ihr erst morgen. Oder morgen nicht. Ich muss damit denken, wenn ich das Video poste. Das ganze Fazit seht ihr auf Instagram. Einfach mal für die Instagram abonnieren. Beziehungsweise, wenn dieses Video online ist, einen Tag später erfahrt ihr das Fazit auf Instagram, wie die Socken von Tragegefühl gewesen sind. Ja, wie gesagt, den. Der Riechtest. Zeig mal. Das ist China halt. China. Das geht. So scheiße, oder? Du hast deine Schlange fast, ne? Die riechen jetzt normal. Deswegen haben die ein bisschen doch Eindruck. So leicht Plastik. Ja, irgendwie ganz komisch, ja. Also, ein leichten Plastikbruch haben die Socken. Und jetzt hat es man nicht gesetzt. Das genaue Trageergebnis, das sehen wir zweiten später auch noch an, erfahrt ihr dann wieder auf Instagram. Also, heißt immer abonnieren, teilen, den Shop, wo ihr die Full Socks mit dem weißen Schaf bekommt, verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. 5 Paar Socken kosten, lass mich raten, um die 10 Euro, 9 Euro irgendwas. Plus, wenn ihr keinen Amazon Prime besitzt, sowas, nochmal 4, 5 Euro für Versandkosten. Also um die 15 Euro. Für 5 Paar Socken. Das macht pro Socken. €2 noch was. Knapp 3 Euro, richtig. Also, knapp 3 Euro pro Socken. Also wer es haben will, wer meint, er will sich von meinem Gefühl her bis jetzt gut die Socken besorgen. Ja, der guckt mal bei den Shop rein. Ansonsten danke fürs Zusehen. Abonnieren, teilen. Bis zum nächsten Video. Hinter mir sitzt in der Kamera. Meine Kamera fahren gerade aus. Mach ruhig weiter. Nee. Da musst du nur FSK-Sperre reinhauen. Den Balken musst du reinhauen. So einen kleinen Balken gibt es nicht, Schatz. Ja, dann war es immer für heute. Bis dann. Schön mit Öl. Bis zum nächsten Video. Euer Marco Lorenz.